Arkadi Zenzipper wurde 1958 in St. Petersburg geboren. Er zählt zu den erstaunlichsten Musikerpersönlichkeiten dieser Jahrzehnte. Bereits mit 22 Jahren genoss er in seiner Laufbahn als Pianist ein außergewöhnlich großes Ansehen. Ebenso außergewöhnlich erscheint es daher, dass dieser Künstler sich in die Abgeschiedenheit zurückzieht, um der Musik in seinem Leben neue Inhalte zu verleihen. Freund, großer Musikliebhaber, hat mir vorgeschlagen, in einer seiner Häuser neue Wohnsitz zu haben. Das hat mir so gefallen, die Idee und das Ort, dass ich gleich gesagt habe, ja, hier vereinen sich sehr vieles zusammen. Hier vereinen sich meine Erinnerungen, von Russland, von Kindheit, meine Liebe zu einer flachen Natur, meine Liebe zu Wasser und meine Liebe zur Ruhe, was hier eben vorhanden ist. Durch diese künstliche Teilung der Deutschland ist hier ein großer Biotop, ein Reservat gebildet, wie eigentlich ich in Deutschland noch nie gesehen habe. Es ist auch Nationalpark hier, Elbaue, Draben. Und außerdem, es ist eigentlich sehr nah zu großen Kulturzentren. Hamburg, Berlin, Hannover, alles im Umkreis von 120 Kilometern. Aber durch diese Teilung ist das entvölkert worden, richtig. Also da hinten, hinter der Elbe, ist überhaupt kaum was jetzt. Immer noch. Ja. Auf langer Sicht, glaube ich, ist das auch ein immer noch leeres Winkel. Es ist sehr schwierig, sich natürlich einzuordnen. Über einen Mensch kann man in drei Aspekten urteilen. Ein, was er selbst über sich denkt, was die anderen denken und drittes, was ist er? Ich versuche es zu wagen, zu sagen, ich bin Realist, der in seinen praktischen Taten eine Verbindung mit seinen Idealen sucht. Nur zu sagen, dass ich ein Idealist bin, finde ich zu wenig, weil für meine Begriffe Idealist, das ist jemand, der mit seinen Idealen in seinem Tempel aus Elfenbein existiert, sicherlich in großer Harmonie mit sich, aber ohne Anknüpfung an die äußere Welt. Und das bin ich nicht. Sicherlich, ich habe dieses Stadion, wo ich nur in mich reinschauen brauche. Ich komme aus einer Ärztefamilie in Petersburg, waren bedeutende Ärzte, alle Männer waren dort Ärzte. Und die haben ihr Leben verstanden als Dienen für die Leute, für die Menschen. Und ich glaube, im Rahmen dieser Tradition auch handle ich, obwohl ich ganz anderen Beruf habe. Trotz meinem ganzen Idealismus, glaube ich, ich versuche immer das Balance finden zwischen Welt von außen und meiner Welt. Und ich versuche in diesem Punkt, wo ich Balance finde, ganze meine Kraft geben, um etwas in Außenwelt beeinflussen zu können. Und etwas für die Leute zu machen. Ja. Idealist zu sein, alleine ist das eigentlich sehr einfach. Jeder hat seine Ideale. Gute oder schlechte. Eng gesehene oder breit gesehene. Also Idealist zu sein, ist für mich noch keine
Positive. Alleine Idealist zu sein. Keine positive Qualität. Aber Idealist, der seine Idealen stets zu Dienste der Menschen hält. Das ist schon mehr als Idealist. Das ist ein Realist. Ja. Sagen wir so, das ist jemand, der in ihm gegebenen Zeit auf dieser Planete versucht, das Balance zwischen Bösheit und Guten ständig positiv beeinflussen. Oder wie manche sagen, mit Entropie kämpfen. Ich glaube, Hauptaspekt in reale Tätigkeit von mir ist Unterrichten. Ja, und hier landen wir bei eigentlicher Entwicklung. Bei erster Introduktion. Ich habe viele Studenten. Und ich glaube, ich helfe diesen jungen Leuten, sich zu finden, der Weg in sich zu finden. Und insofern auch der Weg in die Kunst. Ich gehöre sicherlich zu den Lehrern, die sich nicht als Torhüter des Hohen Tempels betrachten, sondern die Tür zur Kunst offen halten für jeden, weil in der Kunst hat jeder seinen Platz. Große Sterne oder kleine Sterne gibt es für mich nicht. Es gibt Kosmos. Der in kleine Dorfmusikschule unterrichtet, ist mir genauso wert wie ein gesehener Professor. Und der spielt in Kirch, in Orgel, für mich gleicher wert wie der in Berliner Philharmonie spielt. Wenn für jemand die Kunst ist seine immanente Bedürfnis, dann ist er auch für Kunst notwendig. In Schnakenburg hat sich sehr schnell herausgebildet ein Freundeskreis. Hier kommen zu mir sehr viele Künstler aus ganzer Welt, meine Freunde, meine Schüler. Und tja, was machen wir? Eine Art Kammermusik, Hausmusik. Wir nehmen kein Geld für Eintritt. Wir verkaufen keine Karten. Da kommen Bauern. Um klassische Musik zu hören, 2 Wochen lang in kleine wunderbare Kirche. Jeden Abend wird gespielt. Und jedes Jahr was Neues.
verliebt in Werk ein ganzes Leben. Und dieses ganze Leben ist von Werk wirklich vorgegeben, wie von Heiligen Schrift. Und so betrachte ich auch die Werke, die die Propheten unserer Zeit uns gegeben haben. Ich meine unsere Propheten unserer Zeit, die Komponisten, die natürlich mit Ewigkeit und mit der Natur und mit der Gott ganz eigenartige, sonderbare Beziehungen haben. Aber was man intuitiv spürt, dass das hinter der Noten befindet sich eine Reihe von Symbolen, eine Reihe von energetischen Feldern. Und wenn man die findet, dann plötzlich aus diesem erstmal toten Text kommen unglaubliche Spannungen oder Entspannungen hervor. Und auch ganz klare Inhalte. Dann wird plötzlich Werk ein Eigenleben führen. Wir bewegen uns jetzt auf einen sehr heiklen Parkett, wo wir sprechen über die, über das andere. Aber wir müssen darüber auch sprechen, weil das andere begleitet uns ganzen Leben. Und die Welt besteht eben mal nicht nur aus uns gegebener Wahrheit und Realität, sondern auch aus ganz verschiedenen Sachen, die wir intuitiv, jeder von uns sehr gut spürt und jeder von uns auch sieht. Ich spreche beispielsweise über das Himmel, das Sternenhimmel. Das ist auch manchmal was anderes, was im menschlichen Kopf genauso schwer einzuordnen ist, wie die Tatsache, dass die Erde rund ist, beispielsweise. Und das heißt, dass sicherlich das andere ist da und dass die Komponisten, die Propheten unserer Zeit mit diesen anderen zu tun haben, beweist auch ihre eigene Worten. Beispielsweise bei Brahms ist bekannt, die Worten: Ich wende meine innere Auge auf den Herr. Das war seine Antwort auf die Frage, wie gelingt ihm zu komponieren. Ja? Der Schönberg hat ganz klar ausgedrückt in seinem Tagebuch: Ich hatte Kontakt. Und Schönberg war sicherlich der Mann, der am wenigsten zu Spekulationen überhaupt eigentlich neigte. Ja? Und so weiter. Also ich möchte hier wirklich nicht zu viel spekulieren. Aber für mich persönlich, die Komponisten sind die Menschen, die durch ihre geniale Intuition oder durch Fügung, weiß es nicht, an die Ewigkeit drankamen, an diese zeitlose Schicksalssubstanz, die wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich in unserer Welt eine ganz große Rolle spielt. Und diese Abtasten des Universums, wie ich das für mich formuliere, spielt bei den Werken, ob das Bach ist oder Schönberg, ob das Beethoven oder Chopin, eine unglaublich große Rolle. Und das ist wahrscheinlich, vermute ich, das Geheimnis der Musik. Und derjenige, der das mitmacht, der das versteht, der das bewusst macht, der direkt unter den Notentext schaut, der ist dann zu Prophezeiungen, zur Aufnahme dieser Prophezeiungen auch bereit. Thank you.
Man spielt erstmal von Blatt. Man sucht die dramaturgische Schwerpunkte. Das kann man simpel sagen, man sucht klare, tragische oder feierliche Höhepunkte. Wie im Leben eines Menschen. Und dann einordnet man ganze Geschichte. Wie das dazu kommt. Was ist hier? Und diese Reise, diese Entdeckungsreise ist eigentlich unendlich in der Musik. Weil in diesem Kontinuum können Sie sich sehr, sehr weit bewegen. In Zeit und in Raum. Ich habe mal zu Prokofiev-Konzerten schon das ganz klar formuliert, dass es eine Zeitmaschine ist bei Prokofiev-Konzerten, wo man aus seiner Kindheit schöpft und gleichzeitig die düsteren Prophezeiungen, die Konzerte sind in den 30er Jahren entstanden, 4. und 5. Klavierkonzert, wo auch also in finstere Zukunft hineingreift. Und das ist Zeitmaschine, wenn wir so wollen. Und deshalb in alle Sprachen heißt Instrumenten spielen und nicht Instrumenten arbeiten. Und dieses Gefühl, was den Bach oder Brahms faszinierte, die Musik für den Gott zu komponieren, sicher ist auch dabei. Unser Gewissen ist dabei das strengste Kriterium. Eigentlich mein Traum von Leben ist, so zu leben, wie ich hier lebe. Und was betrifft meine Ziele im Leben, ich möchte einfach alles schaffen zu sagen, was ich sagen soll. Der Rest meines Lebens ist meine Familie. Wir haben viele Kinder. Und meine Musik gewidmet.